Heute ist die Mannschaft der GATS-Maskin-Station für einen Milchviehbetrieb im Häckseleinsatz. Endlich lässt das Wetter es zu und Bauern und Lonis müssen klotzen. Nach dem vielen Regen ist ein erheblich höherer Einsatz von Mensch und Maschine erforderlich als in anderen Jahren. Es ist eine wahre Schlamm- und Materialschlacht. Obwohl die Tandem-Silierwagen eher kleinvolumig sind, haben sie ohne kräftige Zughilfe des 155 PS starken John Deere 6930 Bergeschleppers so gut wie keine Chance. Die Gespanne, die parallel zum Häcksler über das Feld rollen und den Mais aufnehmen, hinterlassen tiefe Spuren und sinken fast bis zur Achse in den Morast ein, obwohl sie nur bis zur Hälfte gefüllt werden. Im Matsch ist das Koppeln der Fahrzeuge mit dem schweren Abschleppseil ein harter Job für echte Männer. Selbst der über 200 PS starke Case IH Puma 210 kommt bei diesen Bodenverhältnissen nicht allein zurecht. Wacker schlägt sich auch der 170 PS starke Case 7210 Pro im Morast. Doch jetzt erwischt es ihn. Er sinkt so tief ein, dass das komplette Gespann nur rückwärts mit mehr als 700 Pferdestärken von Bergeschlepper und Häcksler aus dem Schlamassel freigezogen werden kann. Pflichtbewusst kämpft sich der John Deere 6930 mit durchdrehenden Rädern schlingernd vorwärts. Wenn alle vier Räder im Schlamm drehen, der Schlepper nicht mehr auf Lenkbefehle reagiert und jegliches Profil von braunem Modder umhüllt ist, erhöht sich die Herzschlagfrequenz schlagartig. Und wieder ist die Zughilfe der starken Erntemaschine gefordert.
Unter den erschwerten Bedingungen kann der Jaguar 950 zeigen, was in ihm steckt. Dank der Zwillingsreifen vorn hat sie eine größere Aufstandsfläche und kann höhere Kräfte auf den Boden übertragen. Die saatengrüne 585 PS Erntemaschine verschlingt gleichzeitig bis zu 8 Maisreihen.